Willkommen zu einer weiteren Woche Meta-Matches. Ihr wolltet schon wieder Skystrike, aber da wir die letztes Mal hatten, machen wir diese Woche mal noch was anderes. Und zwar ist der Multifaker auf 3, also ne, man nimmt, was man kriegt. Genau. Ich habe jetzt hier keinen Abgleich, also wir haben jetzt keinen Abgleich mit irgendwelchen Online-Listen gemacht. Kann also gut sein, dass die Liste hier völliger Bullshit ist. Die ist dieses Mal tatsächlich selber zusammengeworfen. Schauen wir mal, was passiert. Und unser Gegner heute heißt Utopic King, der auch schon Decks eingeschickt hat. Jo. Schauen wir mal, ob wir mal anfangen dürfen. Ja. Dürfen wir. Yes. Ja, wir haben eine Melo-Sieg, das ist ja super. Ja, dann haben wir mal einen Almirage. Almgire, ich keine Ahnung. Linkuribo. Stimmt, der ist ja Level 1, bei dem ich auch Linkuribo. Linkuribo ist auch besser. Ja. Dürfen wir? Ash? Er hat auf jeden Fall irgendwas. Ja. Hui! Okay, damit war zu rechnen gewesen. Ja, macht gar nichts, Z3 Go. Ich meine, also ganz ehrlich, damit rechnet man eh nicht, dass man das durchkriegt. Nee. Aber wir haben eine Manifestation und wir haben drei Interrupts, also. Rein technisch gesehen war das Placement übrigens off. Die eine Karte hätte nach ganz rechts gesollt. Man sollte nicht unter die extra Monster Zone legen. Nur für den Fall. Die. Oha. Also wir haben nichts, so, wir können. Also ich meine, der resolved, aber. Ich meine, ja, wir haben eh nichts, um den aufzuhalten, aber. Was ja, man kann ja kurz warten und so tun, als ob man da was machen könnte. Ja, okay. Gem Knight? Nee, Gem Knight spielt Main Deck keine Handtraps. Okay. Der spielt garantiert nicht wirklich Magnet. Nein, das ist 100 Pro, hat irgendein komischer Erdaman-Kombi. Ist der Erde? Ja. Ja. Ja, also sag. Ui, wer hätte damit rechnen können? Ja. Ja, Gönnung. Mhm. Die frisst einen Imperm. Oder ein Lost Wind. Ja, sobald er auf dem Feld ist. Ja, die frisst einen Lost Wind. Jo. Nee, die darf ja schon noch ihren Effekt aktivieren. Er ist aktiviert. Das ist ja kein Unsummon-Effekt. Ja. Jetzt. Ja, genau, die will nämlich gar nicht. Die wollte bestimmt gar nicht buddeln gehen. Ne? Sind wir uns einig? Bestimmt nicht. Die hat 50 Attack, ernsthaft? Nee, wir halbieren die Attack doch gerade mit Lost Wind. Achso, okay. Ach, natürlich hat er den auch. Ja, er frisst auch ein Negate. Mhm. Und danach frisst der Needle Fiber noch ein Negate, dann hoffen wir, dass er keinen Block Dragon hat. So, dann aktiviert der sich. Dann kriegt der, glaube ich, die Impermanence. Nee, der kriegt den Baylor. Nein. Echt nicht, Kollege, du gehst nicht buddeln. Na dann, Zeit für eine Needle Fiber und der kriegt dann den letzten Gate ab. Hä? Ach, Needle Fiber muss man nicht mit Tuner und Non-Tuner basteln. Nee, braucht nur mindestens einen Tuner. Okay, ja, wir hätten gerne Lost Wind und dann hätten wir gerne Imperm. Nein! Echt nicht! Wirklich nicht! Hammer uns jetzt! Meine Fresse! Ja, angreifen wir dann noch, schätze ich mal. Okay, wir haben uns offensichtlich noch nicht. Unpraktisch. Ja, mein Gott, das ist jetzt halt so. Aber den darf er in dem Zug nicht mehr benutzen. Wir haben ja immer darauf gewartet, dass er seinen Effekt triggert. Richtig. Also er kann jetzt in den Synchro gehen, dann kann der Synchro buddeln gehen. Warte mal. Oh shit. Was kann der Synchro nochmal alles? Kann der denn nicht irgendwie Karten aus dem Grave rausräumen?
Kann man rausfinden. Hat der ein Windmonster im Grave? Kann man gleich rausfinden. Ich glaube nicht. Ja, ja, der flippt auch wieder einen Rock. Die Frage ist nur, ob er jetzt ein Windmonster hat. Weil wenn, nee. Dann zünden wir jetzt am besten die Manifestation. Ja, oder wir warten, bis er den targetet. Und warum sollte er das tun? Kann er eh noch nicht, er hat eh kein Windmonster. Also können sie jetzt auch machen. Ja, auch nicht Wind, ne? Ne, der ist Erde. Ich glaube, die Forschertypen sind alle Erde, nur die aber Steine. Aber er könnte jetzt irgendwas... Lass den jetzt einfach holen, das kostet uns nichts. Der hat aber solide. Ist doch immer so, wenn wir gegen Elementipator spielen, dass die, egal wie viele Negates wir haben, die einen mehr haben. Wieso durfte der jetzt keinen holen? Weil der kein Target gefunden hat. Der hat doch ein Adamant gefunden. Nö, das waren mal Deutsche. Der hat aber auch ein Adamant gefunden. Macht er nicht irgendwas mit Non-Tuner oder so? Ah! Genau, Non-Tuner. Ja, er hat nur Tuner-Adamants gefunden. Okay, jetzt hat er Blockdrache, dann hat er alles und ist durch. Dann haben wir mal verloren. Ja. Schade, das, meine Freunde, ist Adamant. Das waren gerade drei Negates. Ja, aber der hat auch mal wieder alles auf der Starthand gehabt. Das ist Standard. Der hatte einen Extender. Nee, er hätte zwei. Ohne die Monster Reborn hätte der die Combo abgesoffen. Ich sag ja, einen Extender, Monster Reborn. Der Rest war nur Adamant-Gedönse. Ja, aber man hat ja auch nicht immer beide Starthand. Nö. Entschuldigung, er hatte zwei Extender. Aber das Deck besteht ja nur aus Extendern. Okay. Das sollte aber eigentlich ein OTK werden. Mal gucken, ob er es hinbekommt. Oder wobei... Ich meine, der linke Uribu blockt ja einen Angriff. Ja, aber den kann er mit Access Code abräumen. Normalerweise müsste er jetzt in den Access Code gehen können, unsere drei Viecher zusammenschießen, unsere drei Karten zusammenschießen können und uns dann umbringen können. Wenn nicht, wenn er das nicht schafft, haben wir einen Shot. Allerdings kann er sich jetzt auch nicht mehr so viele Special Summons aus der Hand suchen, weil die beiden Adamants, die man aus der Hand specialen kann, durch die ist er durch. Die hatte er in dem Zug. Also hat er jetzt nur noch... Okay. Das ist ein Boral Sword. Davon darf er nur Gigantes beschwören. Die anderen beiden hatte er schon. Und die 150 Attack vom Linkuribu kann sich der Boral Sword von mir aus nehmen. Block Dragon hat er auch nochmal, genau, dann hat er noch. Hä? Kein Gigant. Ja, dann nehmen wir ja noch. Ja, da leben wir hardcore noch. Ja. Hat er ein Windmonster im Grave? Kann man rausfinden? Nö. Nein, noch nicht Chain. Ach so, das geht doch auf verdeckte Monster. Genau, weil jetzt hat er erstmal. Jetzt deklärt er seinen nächsten Angriff. Und dann machen wir Linkuribu. Muss er den Angriff damit erstmal abbrechen? Ja, wenn er jetzt mit dem Boral Sword das verdeckte Viecher... Ja gut, andererseits, wenn wir das jetzt mit Linkuribu abfangen, haben wir davon nicht wirklich was. Linkuribu ist nicht once per turn. Ja. Aber wir kriegen... Ja, wir können es machen, aber ich sehe halt keinen... Ah ja, stimmt. Es ist actually egal. Hätte er mit dem Boral Sword angegriffen, dann wäre es was anderes gewesen. Ja. Ja, wir können es auch machen, weil wie gesagt, das ist wurscht. Nee, lass nicht machen. Weil, wenn er eine Ash nur. Ne, er hat keine Ash. What the fuck? Okay, perfekt. Dann nehmen wir jetzt 6k Schaden und leben noch, sehe ich das richtig? Das siehst du, glaube ich, relativ richtig, ja. Okay, dann haben wir Multifaker. Weil wir haben eine Trap zum Umdrehen. Richtig.
Vorausgesetzt kommt nicht noch irgendein random Blödsinn, der die Trap abräumt. Aber warum Bordels Tor? Warum nicht einfach Access Code? Warte mal, sind wir jetzt dämlich? Oh, fuck! Wir hätten für Marionetta gehen müssen. Wenn wir ein Protokoll haben. Kein Punish. Ja. Weil wir hätten machen können. Oder warte. Marionetta hätte Protokoll gesetzt, hätte dann sich weggeopfert für Melo-Sieg, und Melo-Sieg, genau. Beschworen. Ja. Ja, jetzt hätte man mal durchrechnen. Hätte sich geopfert, Melo-Sieg beschworen. Dann hätte Melo-Sieg. Nein, Melo-Sieg hätte nicht angreifen können, weil Boral Sword. Okay, dann machen wir jetzt so, dann machen wir jetzt den Lost Wind auf den Boral Sword. Damit der wieder zerstört werden kann. Damit der vor allem unser Viech nicht in Death drehen kann. Ja, das auch. Ja. Damit wir überhaupt was machen können. Genau. Okay. Ja, do whatever. Doesn't matter. Ja. So. Für Melo-Sieg. Dann Hextia. Link in Hextia. Und dann Search jetzt einen Marionetta. Genau. Genau, Marionetta. Dann Normal Summon Marionetta. Effekt. Für Manifest. Diesen Friedhof. Okay. Wir haben nur einen Deck. Ja, da war was. So. Und dann können wir die Marionetta wegopfern für die Melo-Sieg. Genau. Und werden auf die Art den Boral Sword und noch was los. Namentlich das. Genau. Genau. Das ja, machen dann wir jetzt auf. Ja, dann Angriff. Ja. Und Schuss. Ein Friedhofseffekt? Nee. Dann ja, go. Sonst haben wir ja nichts. Melo-Sieg ist ja schon raus, das heißt einfach go. Go. Ja. Ich sage nicht, dass wir eine hohe Chance haben zu überleben. Ich sage nur, es gibt die Chance, dass wir es überleben. Mhm. Die ist gerade geringer geworden. Was negiert der nochmal? Monster. Ja, aber wenn wir jetzt das Protokoll umdrehen, dann kann der unsere Monster-Effekte nicht negaten. Richtig. Dann drehen wir es jetzt um. Ja, können wir machen. Tut ja nicht weh. Oder. Wobei. Ich glaube, den jetzt zu wählen ist besser, weil wenn der Melo-Sieg stirbt, können wir einen Multifaker suchen. Ne, Quatsch, wenn der Multifaker stirbt, wenn der Melo-Sieg stirbt, sind wir tot, weil der Block noch 2-5er Attack hat. Oder wir machen. Oh. Nee, Quatsch. Nee, halt. Ist okay. Also. Warte, wir können jetzt Wähler auf den machen, dann Link Kuribo aus dem Friedhof, opfert Melo-Sieg, Melo-Sieg-Effekt, wir kriegen den Multifaker aus dem Deck und können dann Protokoll machen und Multifaker effektet. Das funktioniert leider nicht, weil in dem Zuge, den wir Multifaker machen, dürfen wir nichts anderes special außer Altergeistmonstern und Link Kuribo ist leider kein Altergeistmonster. Ich nicht, erst nach der Activation? Nein, in dem ganzen Zug nicht. Das ist schade. Okay. Das ist extrem schade. Dann müssen wir das, dann können wir einfach das Protokoll umdrehen. Nein. Weil. Warte. Nee, es ist egal. Wir kriegen so oder so keine Multifaker-Activation, außer er stiefelt. Ja, wenn er stiefelt, sind wir tot, weil er 2k Schaden macht. Ja, richtig.
Ja, dann können wir es auch genauso gut einfach umdrehen. Das ist egal. Und dann können wir auf jeden Fall, dann kann er wenigstens den Melusik Search nicht verhindern. Schrägstrich den Hex Tier Negate. Was auch immer davon. Einfach angreifen kann er nicht. Nee, weil dann kommt Linkuribu. Es geht auch eine Battleface mit Linkuribu noch, oder? Ja. Das kann ja. Er zwar gerne dann negieren, aber dann hat er wieder nicht mehr genug Schaden. Ja, weil dann trotzdem der Melusieg weg ist. Genau. Ja, ja, klar. Gehen die Battleface, können die. Jetzt. Genau. Ah, Indigated. Ja, Gönnung. Wenn wir das negieren. Ich überlege gerade nur. Wenn wir das negieren, sind wir, dann haben wir 1000 Lebenspunkte nachher mehr. Also, ich glaube, das ist sogar richtig. Dann kriegen wir einen. Ja, wir kriegen ja sowieso einen Search. Ja, ja, den kriegen wir sowieso, aber wenn wir jetzt halt. Aber dann kriegen wir das Linkuribu actually wieder. Und haben dann und fangen einen Block nachher komplett an, haben wir 1000 Lebenspunkte mehr. Ja, also ja, negieren. Ja, das ist sogar Wurf. So, und ja. Wir hätten gerne beide Effekte. Und zwar erst du. Das ist ziemlich egal, aber ja. Nicht, dass der eine Ash getopdeckt hat. Beides kann man ashen. Ja, aber der Search ist, glaube ich, der wichtigere Effekt. Das beides sucht eine Altergeistkarte. Dann sucht mal, keine Ahnung, das eine einen Faker und das andere eine Marionette? Ja, wahrscheinlich. Ja, Kunkuri brauchen wir nicht, weil wir haben Linkuribu, also einfach Marionetta. Ja. Ja, er hat wohl den Linkuribu im Friedhof vergessen, weil er sich den Zug überlegt hat. Der Koakimaru war seine Normal Summon for Turn gewesen, ne? Ich glaube. Das heißt, das war der Draw for Turn. Er hat also nach wie vor Gigantes und die beiden Adamants auf der Pfote. Stimmt. Stimmt. Ja, richtig. Ja, okay. Klar. Wir wählen ihm das über einen Haufen, wenn er den Effekt aktiviert. Ja, er hat trotzdem noch einen anderen, aber man muss ihm ja nicht ewig viel Value schenken. Genau. So, ist noch der andere. Ja. Das sind die leider nicht vermeiden. Er kann ja auch jetzt dann mit Blockdrache nochmal alle suchen. Also er geht ja wieder plus 20. Na, da ist ein Target. Da ist ein Doki Doki, ja. Gut, aber die Frage ist, was legt er jetzt noch hin? Er muss noch ein Negate hinlegen. Die Needle Fiber Combo ist weg. Ja, welches Negate will er denn bitte hinlegen? Also eben. Er muss auch noch das Protokoll abschießen. Weil sonst sind... Okay, damit hat er das Protokoll abgeschossen. Aber nicht mit einem harten Plus. Also ja, klar, der Blockdrache geht wieder Plus. Aber so overall ist das Play an sich erstmal ein Minus. Verglichen dafür, wie viel er vorher hatte. Ja, und das ist halt die Frage, wie viele Negates er noch hinlegt. Und ob wir eine Trap von oben ziehen. Ja, warte mal, wir haben sowieso eine Trap. Wir haben einen Marionette. Ja, ja, ich... Redet ja jetzt unter der Voraussetzung, dass er Marionetta negiert, aber dann haben wir trotzdem noch eine Trevor Manifestation im Grave haben, die. Nein! Wir haben das Protokoll nicht im Grave. C fix! Das ist ja gerade ins Deck gemischt worden. Das ist ins Deck gemischt worden. So, aber das sind alles Normal Summons, das heißt, da kommt kein Negate. Also halt, den Effekt gibt's noch. Doki Doki. Ja. Der kann jetzt den 6er-Tuner holen. Oder den 4er-Tuner? Also den 4er-Tuner, der dann den 6er-Synchro holt. Genau. Und jetzt hat er auch einen Wind im Friedhof. Das war der nächste Guardian. Er hat aber gerade den Guardian weggeschmissen, deshalb. Ach nee, er muss ja nur einen Felsen von der Hand vorzeigen. Das heißt, der Guardian überlebt. Ah, er legt einen Savage. Okay. Okay.
Ja, gut, das ist negate. Ja, jetzt kommt es darauf an, ob wir eine Trap von oben ziehen. Ich meine, wir haben ein paar Traps im Deck. Ein oder zwei. Okay, Blockdrache kommt wieder. Aber auch nicht. Also, es hält sich in Grenzen. Wir haben mäßig viele Traps im Deck. Das ist eine Trap. Ja. Savage ist annulliert und zerstört, ne? Nee. Nein, nur negieren. Also wir können danach Marionetta machen, den Effekt. Ja, wir können dann jetzt erstmal nach. Ja, wir können jetzt erstmal Marionetta. Ja, genau. Ja, Dann genau. fragen wir jetzt mal nach Marionetta Normal Summon Effekt. Der kann zwar viermal negieren, aber nur einmal pro Zug. Genau. Ja, Normal Summon Effekt. Na? Ja, das muss der negieren. Ja, super, dann haben wir jetzt einmal alles. Ja, dann aktivieren wir mal. Ja, genau. Wir hätten gerne. Das ist interessant. Also, wenn wir Faker zurückholen. Dann aktiviert er sich halt direkt. Genau, dann könnten wir damit einen Silk holen und der Silk kann den. Boreal Lord Bones. Kann den Ja, doch, Boreal Lord. Savage bouncen. Und dann können wir in seinem Zug wieder das Goofing machen, weil er keinen Negate mehr liegen hat. Und dann kommt der nächste Die Multifaker. Alternative ist, eine Melo-Sieg zu holen. Mit der anzugreifen, ihn damit abzuräumen und dann noch eine Link-Beschwörung für noch mehr Suche zu machen. Genau. Ich glaube, da wäre ich sogar gerade dafür. Lass Melo-Sieg gehen. Aber mit Multifaker Silk geht es aber danach mehr auf dem Feld. Damit, dann haben wir danach einen Silkidus auf dem Feld. Nee, pass auf. Die Idee ist, wir gehen danach. Also, wir machen jetzt Melo-Sieg. Wir gehen dann in Silk und dann kann Melo-Sieg den Kunkuri suchen, dass wir in seinem Zug einen Attack Negate haben. Das wäre sicherlich auch hilfreich. Dann Angriff. latschen wir mal direkt rein. Ja. Schade, dass der auch 500 Attack hat und nicht weniger. Wie viel Attack hat Linkuribo? 300. Schade. Egal, Savage stirbt und das ist das Wichtigste. Tschüss. So. Ja. Ja, dann Linkuribo. Vom Friedhof zurück. Das müssen wir in unserem Zug noch machen, sonst geht's nicht. Sonst, weil in seinem Zug brauchen wir ja die Special Summon. Ja, vom Melo-Sieg. Vom Genau. Multifaker. Multifaker, genau. So, dann einmal Kunkeri. Und Set Spoofing. Genau, set go. Und das Spoofing drehen wir dann auch sofort Standby Face um, bevor der in irgendwas Lustiges geht. Ja, direkt. Jetzt. Ja. Wir könnten. Ihr muss nicht was anderes auf die an dem, was er zurückgeschaffelt, ne? Hä? Wir drehen das jetzt einfach um. Ja, stimmt, wir müssen ja gar nicht aktivieren, wir müssen ja nur umdrehen. Ich bin ja blöd. Genau. Wir drehen das jetzt einfach um. Aktivieren und nicht benutzen. Genau. Wenn der Ash kommt, können wir mit dem Multifaker dodgen. Die müsste aber jetzt von oben nachgezogen haben. Ja, aber es kann passieren. Ich meine, er hat Ashes im Deck, das haben wir ja schon gesehen. Okay, aber hat keine, dann hallo Silk. Ja. So. Jetzt fühle ich mich wieder halbwegs sicher. Betonung auf dem Halbwegs. Wie viele Zwei. Felsen hat der so im Grave? Genug. Erdemonster. Wie viele Erdemonster hat er so im Grave? Ja, genug. Vier. Okay. Oh, das sind gar nicht so viele. Okay, wie viele Seeker hat er noch? Warte, er hat jetzt den. Ja. Hat er noch einen Das Seeker? muss der letzte sein.
Die hat schon einen der ersten Zugriffs und einen zweiten Zugriff. Das ist sein letzter Seeker. Also als Seeker. Das ist der Researcher. Davon hat er noch einen. Das heißt, er hat einen Seeker auf der Hand noch. Okay. Dann bouncen wir ihm das Ding jetzt nicht gleich wieder zurück auf die Hand, sondern lassen buddeln. Er kann ja kein Guardian mehr flippen, die sind ja alle drei weg. Nee, aber also Seeker kann auch nur kommen, wenn er ein Element hat. Das heißt, wenn wir jetzt den Researcher bouncen. Dann kann er normeln. Ach ja, der hat auch nicht genormelt. Okay, sind wir uns dann einig? Ja. Wir lassen den buddeln. Mhm. Okay. Also nein, ist nicht okay, aber wir können es nicht verhindern. War das gerade ein Torblocker? Ja. Na gut, warum nicht? Manche haben nervige Feelspells, was kannst du? Oh, ziehen. Der zieht jetzt einfach noch eine Karte. Noch eine Karte. Ja. Ja, klar. Mach mal. Das Ärgerliche ist, was wir jetzt auch gerade gar nicht so furchtbar gut verhindern können, er kann jetzt nicht einfach einen Herold bauen mit dem Doki Doki und dem Adamant. Oder eine Apodusa. Die geht auch. Ja, klar. Ja. Auch das können wir schlecht verhindern. Immerhin hat die nur zwei Negates. Jetzt habe ich once per turn, ne? Nö. Das heißt, wenn der den negiert, kann er einfach nochmal kommen. Was kannst du? Activate Spell, Trap. Ja, okay, machen wir nicht. Spell, Trap, or Effect. Card, or Effect. Okay. Machen wir nicht. Ja, machen wir nicht. Mach mal kein Spoofing. Das hatten wir eh nicht vor. Hat er den Zug nicht mit zwei Handkarten angefangen? Ja, der kann leider auch noch bouncen, der Kollege. Ja, gut, aber wie gesagt. Ja, also Bunker regiert nicht ja nur eins, ist nicht once per turn. Wir haben aber keine Altergeistkarte. Brauchen wir eine Altergeistkarte? Ja. Ah, dann sind wir tot. Ja, er hat leider 5 Rockmonster gefunden. Was ein bisschen. Er hat leider 3 Rockmonster gefunden. Was ein bisschen schade ist, angesichts der Tatsache, dass er ungefähr. Ja, gut, das Deck besteht nur aus Rockmonster. Ja. Wobei. Jetzt hat er gerade nur eins umgedreht. Und eins davon war ein Block. Ja. Dann hatten wir gerade einfach Pech. Ja. Okay, passt. Okay. So, jetzt fangen wir an. Wir hätten gerne keine Event-Lease. Wir hätten gerne wir wollen die Trap Tricks. Nee. Moment. Trap Tricks brauchen wir auch ein Target für. Kann der was gegen. Ja, doch, der kann genug tun, um mit Dings fertig zu werden. Dann hätten wir gerne die Trap Tricks und 2 Pointer. Und dann fliegt eine Impermanenz raus. Und keine Ahnung. Ein Duality? Nee, Duality brauchen wir leider.
Einfach noch in Manhunt. Und dann fangen wir an. Oh, das ist ein Pod. Das ist ein Pod, ja. Na dann, hallo Ash. Yep. Ja, dann Set 4 Go. Naja, ja. Dann hoffen wir einfach, dass er nicht noch einen Pod für die Dings hat. Hält sich in Grenzen. Völlig egal. Ja, wir haben noch einen Linkuribu und damit ist alles gut. Ich überlege gerade, ob wir in einen Pointer gehen müssen. Nee, können wir nicht, wir haben keine Handkarten. Wir können nicht in einen Pointer gehen. Dann chillen wir es einfach aus. Ich meine, kann ja auch mal sein, dass er nicht alles hat. Kein Lightning Storm hat. Super Sache. Mhm. Ja, das macht er. Ja, der Die ist okay. Haben wir nicht außer Permanent noch gerade anderes Tragic Target im Deck? Was wir nicht schon gezogen haben? Ja. Impermanence. Außer Impermanence, habe ich gesagt. Nee. Leider ein bisschen schade, dass Boofing hier tot ist. Dass wir halt kein Monster gezogen haben. Wir müssen Impermanence. Nee. Wenn wir jetzt ein Permanence holen. Moment, wenn wir jetzt ein Permanence holen. Ja, holen werden wir sie früher oder später sowieso, oder können wir es auch jetzt holen? Dann können wir danach nur noch ein Permanence umdrehen. Dann ist Lost Wind in dem Zug tot. Aber Lost Wind geht halt nicht auf den da. Ja. Aber er hat jetzt schon alles, was er braucht für einen Needlefire. Das heißt, wenn die jetzt negieren, haben wir nicht wirklich was gewonnen. Dann müssen wir den jetzt durchgehen lassen. Ja. Aber wir brauchen zwei Negates. Da will man mal, dass der specialt und dann macht der sowas. Ach, er specialt da. War der doch nicht, er hat doch nicht hier. Okay. Klappt, dann hat er den Seeker. Hm. Aber selbst wenn wir jetzt beide negieren, kommt trotzdem Needle Fiber. Ja. Also wir können auch gerade so gut beide durchlassen. Nee, wir negieren den. Wir negieren ihm gleich den Seeker, wenn er den aktiviert. Ja, geht. Lost. Okay, dann jetzt der andere. Bei nächster Gelegenheit Trap Trick machen, damit wir die Impermanence noch rechtzeitig machen können, wenn der Needle Fiber geflogen kommt. Dann hol halt ein Nut Beast, was juckt uns das? Barkion. Ah! Der geht aber nicht unendlich oft, der muss eine Falle im Friedhof, der muss Karten aus dem Friedhof banishen. Das heißt, er kann ihn gerade zweimal machen. Ja. Ja, wir können mal Lost Wind triggern. Mhm. Also, wenn er uns jetzt nicht OTK't und wir einen Melusieg von oben nachziehen. Ja, wenn er uns nicht OTK't und wir einen Melusieg von oben nachziehen, dann können wir das hier vielleicht noch gewinnen.
Für beides stehen die Chancen sehr gering. Das ist richtig. Die Chance, die Melosig zu ziehen, ist höher als die, dass wir jetzt nicht sterben. Ich meine, er hat es eben schon mal Wenn versammelt. statistisch gesehen. Er hat den Researcher noch nicht benutzt, ne? Was? Er hat den Researcher noch nicht benutzt, ne? Nee. Aber er kontrolliert doch gerade kein Element. Der Researcher braucht kein Element auf dem Feld. Der Sieger braucht ein Element. Man kommt dann der Researcher, so wenn man Felsen hat oder so, ne? Ja. Und der hier ist, glaube ich, einer, oder? Ja. Ja gut, oder einfach direkt Blockdrache. Ja klar, er muss ja den anderen erstmal suchen. Jo. Dafür hätte man jetzt halt Ash gebraucht. Ja, eigentlich das Grundproblem war halt, dass wir quasi gebrickt haben. Spoofing ohne Altergeistkarte ist halt Kacke. Überhaupt keinen Monsterstarter zu haben, ist nicht so toll. Spoofing mit der einen Altergeistkarte, die wir nicht reinmischen können. Weil Manifestation ist ja die einzige Altergeistkarte, die man nicht benutzen kann. Zumindest nicht einfach so. Wir hätten halt auf der Hand lassen können. Das wäre gegangen. Ja. Stimmt. Ja, das wäre korrekt gewesen. Die Chance, dass wir es jetzt noch verkackt, sind relativ gering. Gar Würde ich mal nicht sagen. schon. Ja. Guardian gefunden, das heißt, er kann jetzt in den Synchro gehen. Moment, wenn er jetzt einfach an Access Code geht. Nee, der hat auch noch gar nicht die Nilfaber-Kombi gemacht. Ja. Ich glaube, wir können einfach schieben. Ja, schiebt Kürzt einfach mal das ab. zusammen. Das war boosted, wir hätten in den. Also, ich weiß nicht, ob es gereicht hätte, aber wir hätten tatsächlich die Manifestation auf der Hand halten können. Ja. Dann hätten wir halt einen Bounce gehabt. Ich bin mir verdammt sicher, dass das nicht gereicht hätte, aber es wäre. War es gewesen. Ich korrigiere, ich bin mir absolut sicher, dass es nicht gereicht hätte. Es hätte zwar zur Folge gehabt, wir hätten zwar den Barkion verhindern können. Du, ich glaube, das hätte sogar reichen können. Wieso? Dann hätten wir den Barkion verhindert. Und dann Nein, hätten nein, wir. nein, nein, nein. Pass auf. Dann wäre auf Normal Summon von dem Seeker. Nicht Seeker. Er hat doch ein Element genormalt, Ja, ne? den Vierer, den Stufe Vierer. Den, wie heißt Genau, der? der wäre auf Summon wieder auf die Hand zurückgeflogen und dann Analyzer. Ja. Seeker hätte da nicht specialen können. Weil er kein Adamant hatte. Also wenn er sonst nichts auf der Hand, Researcher wenn hatte er nicht. Wenn jetzt von seinen unbekannten Karten, da wenn da kein Extender dabei ist, dann wäre an dem Punkt Game gewesen. Ja, ist richtig. Okay. Notieren wir das unter Boosted. Aber Ja. mir ist ehrlich gesagt auch erst, weil ich irgendwie gedacht habe, dass das Spoofing einfach so vom Feld wegmischen kann, aber Spoofing muss offen vom Feld wegmischen und deswegen ging die Manifestation kann man nicht um. Genau, bei Protocol geht das, bei Protocol dreht man halt einfach um und mischt es dann weg. Genau. Aber Manifestation geht halt nicht. Das war ein kurzer Brainlag, der daraus herrührt, dass ich erstens niemals Spoofing plus Manifestation plus sonst gar nichts ziehe. Das passiert halt auch echt selten. Ja, das ist halt eine von tausend. Und das letzte Mal, dass ich Altergeist gespielt habe, ist eine Weile her. Das war ein Sind beides nicht dummer ganz Spielfehler. unerhebliche Faktoren. Das war ein dummer Spielfehler. Egal, GG. Ja, bis übermorgen. Tschüss.